sind immer noch beim Statement. Drei haben wir schon, zwei kommen noch. Wir kommen jetzt zum Statement vom Herrn Rass. Er vertritt heute die SPD-Fraktion des Bayerischen Gemeinderates. Was ich vergessen habe, ist, dass er Fraktionsvorsitzender der SPD in der Regionalversammlung ist. Das wollte er einfach auch noch gesagt haben. Herr Rass, ich bitte jetzt um Ihr Statement. Es geht auch nicht länger als Herr Lenk, sondern eher in Richtung von der Länge von Herrn Spiel. Vielleicht pinken Sie sich dazwischen ein bei 8 Minuten. Das wäre eine tolle Lösung. Also ich höre mich. Hört man mich? Ja. Ich werde mich bemühen, mich kurz zu halten. Zunächst zwei Anmerkungen zum Herrn Lenk. Erstens, die EU-Gelder werden nicht für den Stuttgarter Hauptbahnhof vergeben, sondern nur für die Neubaustrecke. Und zweitens, Stuttgart 21 und K21 ist eine politische Sachfrage. Das ist keine Glaubensfrage und keine Überlebensfrage. Und ich finde, dass politische Sachfragen sehr wohl in einer Wahl, auch in einer Landtagswahl, diskutiert werden können. Und wenn sich die Bürgerinnen und Bürger aufgrund von Positionen dann für eine Partei entscheiden bei der Wahl, bei der Landtagswahl, da steht Partei zur Wahl, dann ist das völlig in Ordnung, meiner Ansicht nach. Das Zweite, was ich sagen möchte, es ist richtig, dass sich in den Städten und den Gemeinden in der Region Diskussionen zu Stuttgart 21 stattfinden, dass sie zu spät stattfinden, dass insgesamt die Diskussion, die Information, die Vermittlung und Kommunikation dieses Projektes sehr schlecht gelaufen ist. Das ist eine Spitzenweisheit. Ich habe das auch unmittelbar nach Amtsantritt in der Regionalfraktion als Vorsitzender sehr deutlich gesagt. Man muss auch etwas deutlich sagen, hier in Fellbach, obwohl so wahnsinnig viele Fellbacher sind, glaube ich, gar nicht da heute Abend, aber auch deshalb war es. Aber das ist ja nicht schlimm, da hat Heimann es ja schon gesagt. Zunächst einmal hat Stuttgart 21 für Fellbach keine positiven, direkten, unmittelbaren Rückwirkungen. Das muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja, also, und zwar deswegen, weil wir über die neue Haltestelle Mitnachtbau eine verlängerte Fahrzeit bekommen mit der S-Bahn. Super. Unsere zwei S-Bahnen, S2, S3, zum Hauptbahnhof. Wenn es nur bis Ganzstadt geht, spielt es keine Rolle. Und dass wir natürlich auch einen finanziellen Anteil tragen müssen. Auch das muss man sagen. Es sind über die 10 Jahre verteilt ungefähr 1,6 Millionen Euro, mit denen die Stadt Fellbach dabei ist. Das sind pro Jahr etwa 160.000 Euro. Und damit sind wir nicht erschrecken, das sind ungefähr 0,1% des städtischen Haushaltes pro Jahr. Also es bringt uns mit Sicherheit nicht um. Ich habe schon gesagt, Stuttgart 21 ist eine Sachfrage, keine Glaubensfrage. Und weshalb wir uns in der SPD-Regionalfraktion und auch in der Gemeinderatsfraktion mehrheitlich dafür ausgesprochen haben, hängt damit zusammen, dass wir der Meinung sind, dass der Bahnknoten Stuttgart, dass es richtig ist, den Bahnknoten Stuttgart neu zu organisieren, ihn zukunftsfähig und zukunftstüchtig zu machen und dass auch zum Beispiel solche Ziele wie der Filterraum, Anbindung des Flughafens und so weiter geschaffen werden. Alle Lösungen, die über die Sanierung diskutiert werden, über Sinn des Bahnknotens, müssen meines Erachtens diese zentralen Aspekte berücksichtigen. Verkehrliche Aspekte sind insbesondere aus Sicht auch meiner Fraktion, dass wir den Eisenbahnverkehr, Fernverkehr, Güterverkehr, Nahverkehr, S-Bahn, Regionalverkehr stärken müssen und dass die Politik, die in den vergangenen Jahren gemacht wurde, da habe ich mich auch immer wieder dagegen gewandt, ob das jetzt in der Großen Koalition war oder auch danach, dass die Politik im Bahnbereich falsch war, zum Beispiel die aktuelle Diskussion über die Verwendung von 500 Millionen Dividende für die Bahn, das war echt absurd angesichts der Zustände, die wir haben. Ich habe mich auch aktiv gegen die Kürzung der Regionalisierungsmittel ausgesprochen. Ich habe dafür gesorgt, dass die Bahn 2 Millionen weniger bekommt für die Schienenaußenstrecke, die wir für Verkehrsverbesserung in der S-Bahn einsetzen können, nämlich Ausweitung des 15-Minuten-Taktes. Ich habe mich gegen die Kürzung Koch-Steinbrück, Sie erinnern sich, Herr Arnold, die schwerbehinderte Schülerbeförderung gewandt. Ich habe das alles nicht für richtig gehalten. Ich halte es aber für richtig, dass wir eine zusätzliche
Schnellbahnstrecke bekommen. Die letzte Schnellbahnstrecke in Baden-Württemberg wurde 1991 unter Betrieb genommen. Das waren die 100 Kilometer von Mannheim nach Stuttgart. Und ich glaube, das war eine Zeit von 1976 bis 1991, übrigens auch nicht zu geringen Kosten. Und es war richtig, dass die Entscheidung getroffen wurde, dies weiter auszubauen. Regionalplanerisch befürworten wir es aus zwei Punkten. Das eine, es gibt Verbesserungsmöglichkeiten für den Regionalverkehr aufbauen. Wir haben das Stadtbahnnetz, wir haben das S-Bahnnetz, wir haben den Regionalverkehr und auch über die Fernverkehre, dass wir auch Verbesserungen der S-Bahn dann realisieren können. Der zweite Punkt ist, dass wir natürlich, und das hat mit der Stadtentwicklung von Stuttgart zu tun, dass wir natürlich auch darauf achten müssen, dass wir das auch umsetzen, wenn wir sagen, innen vor außen entwickeln. Das ist ein Punkt, der uns in der Regionalplanung in den letzten Jahren sehr intensiv beschäftigt hat. Fellbach macht das mustergültig, das muss ich sagen, innen vor außen Entwicklung. Aber wenn wir Stuttgart keine Innenentwicklung bekommen, dann drückt es in die Fläche. Und das bedeutet, wenn wir die Flächen von Stuttgart 21 Aufgabe, die Flächen nicht bekommen nach Arnoldi, dann müssen wir in der Region ungefähr 200 Hektar für Wohnungsbau wieder zusätzlich freigeben, mit Verkehrsproblemen, mit anderen mehr. Das sind die zwei regionalplanerischen Gesichtspunkte, die ich genannt habe in aller Kürze. Ich möchte auch noch einen kommunalpolitischen Aspekt ansprechen. Mich hat geärgert in den Haushaltsberatungen, dass die Gemeinderatsfraktion der Grünen davon gesprochen hat, nur wer gegen Stuttgart 21 ist, kann auch gegen den Nordostring sein. Ich halte das für wirklich eine Zumutung, und zwar kommunalpolitisch, weil sachlich das falsch ist. Die Planung für den Nordostring geht viel weiter zurück als die Planung für Stuttgart 21. Das ist das Erste, von der haben wir sachlich falsch. Das Zweite ist, dass die SPD sich von Anfang an, und zwar schon von Anfang der 80er Jahre, gegen den Nordostring ausgesprochen hat. Ich halte es für regionalpolitisch falsch, weil in der Regionalversammlung die Fraktion der Grünen, die zwei Fraktionen Grüne und SPD, gegen den Nordostring sind. Und ich halte es auch landespolitisch für falsch, weil es da die gleiche Konstellation gibt, dass Grüne und SPD gegen den Nordostring sind. Und ich finde, Herr Egloff, es wird Zeit, dass dies heute Abend berücksichtigt wird. Vielen Dank.